alter Bauernschrank oder ein Biedermeier-Sekretär oder doch der Oma Else ihr alter Küchenschrank. Auf jeden Fall sind alles Unikate. Es geht heute im Treffpunkt um Möbel mit Geschichte, um Vintage, um Upcycling und es geht um das Selbermachen. Und wir zeigen Ihnen Alternativen zu den Neuwaren der großen Möbelhäuser. Wenn Sie jetzt allerdings doch schönes als Buffet von Ihrer Lieblingstante haben und Sie wollen es partout nicht hergeben, aber es passt gar nicht in Ihre Wohnung, nein, dann hat vielleicht Indira Egler aus Reutlingen eine Lösung für Sie. Reichlich Farbe ist im Spiel, wenn Indira Egler aus alten Möbeln etwas Neues macht. Und so sehen ihre Kunstwerke aus. Eines haben alle diese Möbelstücke gemeinsam. Sie sind gebraucht, ausrangiert und bekommen jetzt eine zweite Chance. Sie haben Charme, sie haben Qualität, was oftmals heute fehlt tatsächlich. Ich liebe alte Dinge, egal was es ist, Möbel besonders. Schon als junges Mädel war ich viel auf Flohmärkten, habe immer irgendwie überlegt, was kann man denn noch weiterverwenden. Vor 2 Jahren hat sich die gelernte Friseurin mit ihrer Second-Hand-Boutique für Bekleidung, Möbel und Wohnaccessoires in Reutlingen selbstständig gemacht. Besonders die Vintage-Möbel liegen ihr am Herzen. Ich bin der Meinung, diese Wegwerfgesellschaft muss aufhören. Ich kann nachvollziehen, dass viele Menschen alte Dinge nicht sich so in die Wohnung oder ins Haus stellen, wie sie sind. Das kann ich verstehen. Wir leben heute anders wie früher. Aber es gibt eben die Möglichkeit, die Dinge umzugestalten oder umzubauen und sie irgendwie doch weiter zu verwenden und ihnen irgendwie wieder ein Leben zu geben. Neues Leben bekommen ihre Möbel vor den Augen der Kundschaft. Hier in der Werkstatt, mitten im Laden, gibt sie den alten Schätzchen einen neuen Look. So wie diesem kleinen Abstelltisch. Indira Egler arbeitet ausschließlich mit Kreidefarben. Die bestehen aus gemahlener Kreide, Farbpigmenten und Wasser. Sie sind nahezu geruchlos und sie decken besonders gut, auch auf unbehandelten Oberflächen. Das spart Zeit und Kosten. Sie sind ganz leicht zu verarbeiten. Farbpalette ist riesengroß, sind umweltfreundlich. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, dass es keine Lacke sind. Wenn die Farbe ausgetrocknet ist, geht Indira an die Feinarbeit. Die Teile sollen nach der Verjüngungskur nicht aussehen wie Neuware, sondern ihren Vintage-Charme behalten. Shabby Chic nennt sich dieser Style. Die Kunst, das Alte mit Neuwertigem zu verbinden. Das sind alte Griffe, alte Scharniere, alte Schlüssel. Also was, was eben an alten Möbeln verbaut wird, haben wir hier drin. Wenn ich alte abmontiere, bewahre ich sie grundsätzlich auf, in der Hoffnung, dass sie auf einem anderen Möbel dann halt wieder einen Platz finden. Genau. Und das ist jetzt auf so diesen klassischen Shabby-Möbeln, auf diesen weißen, sieht es ganz toll aus, wenn man dann wirklich auch so alte Griffe hat. Die meisten Möbel bekommt die Upcycling-Spezialistin direkt von ihren Kunden mit dem Auftrag, daraus etwas Neuwertiges und Besonderes zu machen. Doch einige Stücke findet sie buchstäblich auf der Straße. Tatsächlich, wenn ich unterwegs bin, achte ich immer darauf, was am Straßenrand steht. Und ich muss sagen, da findet man auch wirklich die schönsten Stücke. Also ich kann es ganz schwer nachvollziehen, dass man so tolle Möbel wegwirft. Momentan ist im Verkauf kein Platz, deswegen steht hier jetzt eine fertige Kommode noch. Die kommt dann, sobald draußen Platz ist, dann auch in Verkauf. Ein großer alter Schreibtisch darunter, der auch noch auf die Aufbereitung wartet. Genau, und auch hier oben drüber alte Stühle noch, ein alter Tisch. Diese Kommode ist ein Stück, das seine Besitzer überlebt hat und dann von den Erben nicht mehr gewollt war. Jetzt hat Indira Egler sich ihrer angenommen. Love when it comes without a warning. Cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts.
Für mich ist es ein Lebensgefühl, was mich vielleicht auch ein bisschen unterscheidet von vielen anderen, die eben auch dieses Upcycling machen, ist, dass bei mir einfach die Möbel, die entstehen. Also es ist wirklich aus dem Bauch heraus, wie es mir gerade kommt, entsteht halt einfach was ganz Individuelles, was es sozusagen so nicht nochmal gibt. Oftmals ganz speziell, das ist nicht jedermanns Sache natürlich, aber ja. Ich finde, die Sachen sind einzigartig, jedes Einzelne, die alten Möbel. Ich liebe sie einfach alle und ich finde, die müssen auch so gestaltet werden, dass sie nach wie vor Einzelstücke bleiben und besonders bleiben. Und da versuche ich so ein bisschen meine Emotionen einfach auch mit reinzubringen. So haben bereits Dutzende Möbelstücke durch die ganz eigene Handschrift der Vintage-Spezialistin ein zweites Leben bekommen. Je nach Aufwand und Größe des Möbels kostet das zwischen 100 und 5000 Euro. Upcycling Deluxe mit Kreidefarbe. Das kommt an. Jedes Mal, wenn ich vor so einem Möbel stehe, weiß ich es. Ich weiß nicht, wie es wird, aber ich weiß, dass ich was draus machen kann. Und dass es irgendwie dann, wenn es fertig ist, ein Zuhause findet und irgendjemand glücklich damit ist. Das war tatsächlich bei allen Stücken bisher so. Die Freude, die ist noch größer, wenn dann die Menschen, die das dann erwerben und zu Hause hinstellen, dann total glücklich damit sind. Das ist das, was mir extrem viel gibt. Ja. Wer weiß, vielleicht findet sich auch für dieses Stück bald ein passendes Zuhause. Was man mit Farb alles machen kann, ist schon verblüffend, gell? Aber wenn man sich jetzt so wunderschöne antike Möbel aus Holz anguckt und sich dann überlegt, ob man die überstreicht, ich weiß auch nicht, ich glaube, das kommt so in pur richtig schön raus. Und wir haben einen absoluten Spezialisten, nämlich Michael Frank, in seiner Werkstatt hier, Schreiner in Waiblinger-Hegnach. Sagen Sie, was machen Sie alles? Also wir versuchen, bei den alten Möbeln die wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Aha. Ohne denn aber dann den Charme vom Alter zu nehmen. Sie restaurieren ja die Möbel. Was gehört da alles dazu? Also hauptsächlich sind Verschleißteile, die Laufleisten, die oft zerstört sind. Die Schubladen klemmen und funktionieren dann nicht mehr richtig. Schlösser sind kaputt. Und natürlich die Oberflächen. Da braucht es meistens die meiste Zeit. Und ich höre schon im Hintergrund ein bisschen die Werkstatt. Können wir da vielleicht mal reinspiegeln? Ja, gerne. Schauen wir doch mal rein. Ich folge Ihnen. Jawohl. Schön nach Holz. Ah, und hier ist gerade unser letztes Objekt, das wir in der Mache haben. Ein Auszugstisch. Sieht aber toll aus. Aha. Ja, und da hatten die Einlegeplatte gefehlt. Und die Kunde hatte bisher bloß Spanplatten drin, so ganz provisorisch. Aha. Und wir haben jetzt diese Platten zu dem Tisch hergestellt. Und diese drei Teile habt ihr jetzt praktisch dazu gemacht? Genau, die haben wir jetzt angefertigt. Das sieht ja aus, wie wenn es dazugehört. Das passt ganz gut, ja. Das also, war auch also da meine, dass ihr es kennt, fast. Ja. Toll. Meistens klappt's. Und hier entsteht eine neue Shellack-Politur für dieses schöne Möbel, das hier steht. Was ist denn Shellack? Shellack ist das Abfallprodukt der Blattlaus, wird in Indonesien gewonnen. Aha. Und sieht in Grundform so aus, ja. Und wird anschließend von uns im Alkohol aufgelöst. Man benötigt ungefähr 40 Schichten im Durchschnitt, je nach Porigkeit des Holzes, bis man eine geschlossene Lackoberschicht bekommt. Von der Theorie her ist immer recht schnell erklärt, aber letztendlich das in Perfektion hinzubekommen, braucht man schon viel Übung. Der Druck muss stimmen, die Geschwindigkeit, wenn man zu langsam fährt, kann sein, man klebt fest. All die Komponenten müssen passen. Also das ist eine sehr seltene Standuhr, nur noch ein Fragment. Also wir haben hier nur noch das Oberteil, das Unterteil fehlt komplett. Der Kunde möchte die Uhr natürlich wieder komplett zu Hause stehen haben. Für die Uhren werden
speziell von einem Drechsler 1:1 Sachen nachgedrechselt, die fehlen. Das ist jetzt das gleiche Teil in Nussbaum und da kann man sehr schön sehen, also die werden hundertprozentig nachgedreht, sodass man nachher auch keinen Unterschied sieht. Der Herr Pagels ist in der Vorbereitung, eine Hohlkehle zu furnieren, hat eine Form gebaut und richtet jetzt den Furnier vor, der dann in die Form eingelegt wird. Ja, hier sehen wir jetzt so eine große Hohlkehle an dieser Uhr. Wir haben ja vorhin genau dieses Vorderteil mal furniert. Und hier sieht man jetzt halt wirklich mal am Objekt, welche Gestaltungsmöglichkeiten das Furnier eigentlich bietet. Michael Frank, jetzt einmal wirklich ganz ehrlich, gibt es denn auch Sachen, wo Sie dann sagen, das lohnt sich einfach nicht mehr, das rentiert sich nicht? Also man weist eigentlich oft darauf hin, dass die Kosten von der Restaurierung höher sind wie der Wert vom Möbelstück. Trotz allem entscheidet sich die meisten Leute fürs Restaurieren, weil einfach der ideelle Wert dahinter steckt. Aha. Restaurieren ist die eine Möglichkeit, um gebrauchte Möbel wieder aufzuwerten. Die andere Möglichkeit ist, aus gebrauchten Dingen was Neues zu erstellen. So was nennt man dann Upcycling. Und solche Upcycling-Möbel, die gibt es bei Andreas Gröbel in Eppingen. Und die erinnern die meisten von uns an ihre Kindheit, besser gesagt an den Turnunterricht. Sportliche Herausforderung oder unüberwindbares Hindernis? Generationen von Schulkindern haben sich an ihnen abgearbeitet. Für Andreas Gröbel sind sie eine Inspiration. Viel Geschichte, wertvoll, klar, tolle Materialien, Leder, Holz, Turnmatten. Und aus all den Materialien lässt sich auch was sehr, sehr Schönes machen. Möbel. Mit einem Hauch Angstschweiß und viel Turnhallenpatina. Mit ein paar Veränderungen werden sie bequem und hip. Die Sachen, die ich weiterverarbeite, haben im Grunde eine Kernqualität, für die ich gar nichts kann. Und es gibt gar keinen Grund, die wegzuwerfen, sondern einfach kreativ überlegen, was kann man mit machen. Und das versuche ich halt. Die kleine Turnkiste zum Beispiel. Sie bekommt dank Andreas Gröbel eine Hauptrolle im Kinderzimmer. Mit Klappdeckel bietet sie jetzt Stauraum fürs Spielzeug und eine Sitzgelegenheit. Vor einigen Jahren entdeckte Andreas Gröbel die Turnveteranen für sich. War fasziniert von ihrem robusten Charme. Zur schönen Linde heißt seine Upcycling-Manufaktur in Eppingen-Riechen. Anfangs noch eine überschaubare kleine Werkstatt, jetzt eine Lagerhalle mit Turngeräten bis unters Dach. Selbst der sperrige Turnkasten bekommt bei ihm eine zweite Chance. Und irgendwie hat das auch was mit seinem Leben zu tun. Andreas Gröbel ist gelernter Schlosser und Dekorateur, arbeitete als Messebauer. Jahrelang organisierte er für namhafte Firmen ausgefallene Präsentationen, hatte viel Stress und Erfolg. Dann das Aus. Ich nenne es Lebensbruch, sind Dinge passiert. Auch ich habe Fehler gemacht und daraus resultierend war ich lang krank. Und dann nach der langsamen Genesung habe ich mit der schönen Linde begonnen. Eben neu orientieren, ich sag mal, System und Ordnung wieder in mein Leben bringen und guck halt auch, dass es mir gut tut, was ich tue, was ich mache. Ein Hingucker seiner Kollektion ist der originelle Mattenkubus. Für die Herstellung der Sitzwürfel holt sich Andreas Gröbel Hilfe bei einem befreundeten Sattler. In Christian Schmidt hat er einen echten Mitstreiter gefunden. Dann machen wir die gleich auseinander. Mhm. Ja, super. Holst du die nächste dann bitte? Zerlegt in ihre Einzelteile kommen die Matten alle wieder zum Einsatz. Schaumstoffkern und Gummihülle, sogar die Tragegurte.
Mehr Recycling geht nicht. Viel Zeit und Zuwendung widmet Andreas Gröbel seinen Einzelstücken. Aus dem ollen Sprungkasten wird eine schicke Kommode mit ehrlich erkämpfter Patina, die ihre Herkunft nicht leugnen kann. Ich verändere schon, aber in ihrer Aussage, in ihrer Wahrnehmung bleiben sie schon das, was sie auch ursprünglich waren. Ein Turngerät. Und ich stelle oft auch fest, dass Menschen sagen, ach Gott, kenne ich aus der Turnhalle. Vom angstbesetzten Hindernis zum coolen Möbelstück. Ein Friedensangebot an alle Turnmuffel. Upcycling und Do-it-yourself, DIY, sind ja der Megatrend. Und in den Corona-Zeiten haben viele Leute ihre Passion für Selbermachen und Heimwerken entdeckt und haben den Hobbykeller dementsprechend aufgerüstet. Schwierig wird's für die Leute in der Stadt. Im Wohnzimmer hobeln und sägen, na, eher nicht so geschickt. In Stuttgart gibt's ein gutes Konzept, das nennt sich Share-Werkstatt und hat den passenden Namen Hobbyhimmel. Und da werden sogar Upcycling-Träume wahr. Ob 3D-Drucker, Kreissäge oder Schweißgerät, im Hobbyhimmel in Stuttgart-Feuerbach findet jeder die richtige Maschine für sein Projekt. Die Idee dahinter war, dass man einen Raum hat, der für die Öffentlichkeit ist, an dem gemeinsam die Werkzeuge und die Räumlichkeiten genutzt werden können. In allen Fällen günstiger, als sich ein eigenes Gerät zu kaufen. Und vor allem nachhaltiger. Darauf legen die ehrenamtlichen Mitarbeiter Wert. Dass nicht jeder zum Beispiel Werkzeug sich besorgen muss für ein Projekt, das er danach nie wieder benutzt, sondern dass man es mehrfach benutzt, häufiger benutzt und dadurch die Langlebigkeit eines Werkzeuges oder eines Geräts auch benutzt. Neben dem freien Arbeiten in der Werkstatt kann man hier auch Kurse belegen. In der Holzwerkstatt zeigt Anna heute ihren Kursteilnehmern, wie man Gerümpel aus dem Keller vor der Mülltonne retten kann. Upcycling. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen beim Kurs. Und am Anfang würde ich euch grundsätzlich einfach ein bisschen was zeigen, was Upcycling so mit sich bringen kann. Aus alt, mach neu. Selbst die verrücktesten Gegenstände bekommen beim Upcycling einen neuen Verwendungszweck. Ich liebe alte Sachen und bin bekloppt. Und dann bin ich auf dieses schöne Teilchen hier gestoßen. Eine Trockenhaube. Und jetzt habe ich da eine Lampe reingemacht, eine Glühbirne, einfach so reingebastelt. Kursteilnehmer Max hat eine alte Tonne aufgestöbert. Sie soll zu einer Art Maschine umfunktioniert werden. Ich hoffe, es klappt. Mit der will er später Bauklötzchen schleifen. Timo will die Zeit nutzen, um einen heruntergekommenen Servierwagen aufzumöbeln. Nora hat noch keinen Plan für ihre aussortierten Kisten. Und irgendwie kann ich mit denen nichts Richtiges anfangen. Also die lagen eigentlich die meiste Zeit im Keller. Anna wird ihr bei der Ideenfindung helfen. Und nebenher will sie aus dieser ausgebauten Wäschetrommel einen neuen Couchtisch bauen. Und los geht's. Für Timo heißt das, den alten Servierwagen seiner Eltern abschleifen. Ihn einfach zu entsorgen, brachte der Heimwerker nicht übers Herz. Einerseits, weil jede Sache, die weggeworfen wird, muss, wenn Bedarf danach ist, wieder neu gekauft werden. Somit auch neu produziert, transportiert. Das sind Energie und Rohstoffe. Können wir uns global immer weniger leisten. Und auf der einen anderen Seite, wie gesagt, wenn etwas weggeschmissen wird, dann wird es halt nicht mehr, kann es nicht mehr genutzt werden. Und deswegen, um Sachen länger leben zu lassen und Neukauf zu vermeiden. Deswegen aus Alt, mach neu. Während Timo treffsicher zum Schleifpapier greift, braucht Anfängerin Nora Unterstützung. Holzexpertin Anna hilft. Jetzt darfst du üben, genau. Danke. Festzwingen, gucken. Ich bin aber noch bei dir bei den ersten Runden. Neben handwerklichen Tipps braucht es auch zündende Ideen. Selbst wenn man mich jetzt irgendwo so hier hingestellt hätte, ich wäre nie auf die Idee gekommen, wie man sowas baut. Also es braucht da schon beides, Material und Leute. Ein Gerüst aus Holzresten. Und die alten Kisten sollen als Schubladen dienen. Ein Musterbeispiel für Upcycling. Vieles schmückt sich mit dem Trendbegriff, doch nicht alles, was sich Upcycling nennt, ist auch sinnvoll. Das heißt immer, oh, das böse Plastik. Und dann will man keine PET-Flasche wegschmeißen und bastelt aus der dann was. Das ist für mich nicht unbedingt Upcycling, weil dadurch
nimmt man diese PET-Flasche aus diesem Recycling-Kreislauf, den wir ja haben, raus und es muss eine neue produziert werden, aufwendig. Bei Max kommen Holzreste zum Einsatz. Soweit, so gut. Seine Tüftelei ist auf keinen Fall für die Tonne. Aus alten Skateboardrollen, Holzresten und Elektromotoren hat der studierte Produktdesigner seine Schleiftrommel gebaut. Für die Herstellung von Holzspielzeug nimmt ihm diese Konstruktion zukünftig viel Arbeit ab. Die ist mit Schleifpapier ausgefüllt und ich kann im Endeffekt die Bausteine hier reinkippen und kann dadurch, dass die sich ohne mein Zutun dreht, mit dem Schleifpapier und den Holzsteinen gefüllt, schleift in einer Stunde die Kanten rund, upcycling. 3 Stunden Kurs, knapp bemessen für die Projekte. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Es war auf jeden Fall länger, als ich gedacht habe. Aber das werde ich dann auf jeden Fall jetzt nachholen, die nächsten Tage und Wochen. Trotzdem, der Grundstein ist gelegt. Für Kursleiterin Anna ist das die Hauptsache. Dafür ist der Hobbyhimmel ja auch da, oder ja, hauptsächlich da, dass die Leute selbstständig an ihren Projekten arbeiten können. Und der Kurs ist so der Einstieg ins selbstständig weitermachen. Ein Möbelstück im Industrielook. Anna hat aus der Waschtrommel ein echtes Unikat gebaut. So, die Platte habe ich jetzt ausgesägt. Man kann sie auch fräsen. Es muss nur noch die Platte hier oben drauf, die gute. Und dann ist es fertig soweit. So, Feierabend. Ein paar letzte Handgriffe. Dann heißt es auch für die Neuhandwerkerin Nora Feierabend. Wahrscheinlich jetzt neben den Schreibtisch, damit ich es jeden Tag sehe, weil ich es so cool finde, dass ich es selber gemacht habe. Wiederbelebt statt weggeworfen, wenn das kein Erfolg ist. Hier im Showroom von Michael Frank stehen viele, viele Möbel und die könntet wahrscheinlich unglaublich erzählen. Oder was fasziniert Sie da dran, Herr Frank? Eigentlich genau das, ja? Dass die über Generationen genutzt wurde und erhaltenswert sind. Das ist ja ganz viel, genau. Fein ziseliert. Da steckt schon Liebe dahinter, gell? Und Handwerkskunst. Und haben Sie an verschiedenen Stücken auch irgendwelche Besonderheiten entdeckt? Immer wieder entdeckt man mal was Kurioses, zum Beispiel an dem Schrank, der hier steht. Da ist ein Schublade drin mit doppeltem Boden. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Die ältere Dame, die mir den Schrank verkauft hat, wusste das nicht. Beim Abbau fiel plötzlich dieser doppelte Boden oder das kleine Schublädle aus dem doppelten Boden raus. Das war ganz kurios. 35 Jahre hat sie den Schrank gehabt und hat gesagt, was ist denn das? Wie alt ist das? Aus welcher Zeit ist das? Also das ist ein Biedermeier-Möbel, das ist ca. 200 Jahre alt. Aha. Und wurde, wie man innen sieht, höchstwahrscheinlich als Bar genutzt. Wow. Ja, hier unten gab es den Platz, den Raum für Flaschen. Mhm. Und hier oben Platz für Gläser. Wie sehen Sie das oder stellen Sie sich das vor? Das stelle ich mir eigentlich vor. Da kann man sich jetzt vorstellen, dass quasi vor 200 Jahren dann der Hausherr nach dem Essen zur Bar gebeten hat für einen Rum oder Grappa oder Whisky. Man konnte sich da locker anlehnen, zwei Gläschen abstellen. Schön, gell? Ein alter Fotorahme oder ein alter Bilderrahmen. Man könnte allerdings auch einen Spiegel draus machen oder einen Vordergrund für ein Regal. Der Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt. Und jetzt haben wir Ihnen ja wirklich viele Möglichkeiten gezeigt, wie man aus alten Dingen wieder neue Möbel machen kann. Aber Achtung, es gibt Menschen, die entwickeln wirklich eine wahre Leidenschaft fürs Upcycling und selber machen. So wie Annemarie im Grund. Und die hat extra für uns ihr Haus geöffnet. Hi, ich bin Annemarie. Willkommen bei uns im schönen Lahntal. Wir sind Upcycling-Fans und ich zeige euch heute mal unseren schönen Altbau.
Hier sind wir im Eingangsbereich, wo wir auch direkt schon mit dem ersten Möbelstück anfangen können. Das ist ein alter Schrank aus dem Kindergarten, den haben wir aufgearbeitet. Der war mal knallblau, den haben wir tagelang abgeschliffen und mit neuen Knöpfen bestückt. Das Haus ist von 1902 und wir versuchen, das in den Ursprung zurückzuversetzen, wie es halt eben früher gewesen ist. Das ist das Esszimmer, ist der erste Raum, der hier fertig geworden ist. Hier haben wir Schlitze gezogen für den Strom, den Dielenboden von PVC, Fließestrich und Kokosfasern befreit. Bei den Möbeln hier im Esszimmer haben wir auch wieder ganz viel selber gemacht. Der Tisch ist ungefähr so alt wie das Haus. Der hatte ursprünglich mal eine schwarze Linoleumplatte, die aber ziemlich ramponiert gewesen ist über die Jahre. Und da haben wir uns einfach neues Linoleum bestellt und den Tisch neu beklebt, einmal abgeschliffen und eingewachst. Herzstück unserer Küche ist diese riesengroße Werkbank. Für unsere Küchenutensilien haben wir uns eine Reling aus Wasserrohren gebaut, die man von der Länge her variieren kann, je nachdem, wie man das gerne haben möchte. Die gibt es ganz normal im Baumarkt zu kaufen. Und das Regal oben, wo wir unsere Lebensmittel in den Gläsern aufbewahren, das ist eine alte Holzdiele, die wir aufbereitet haben und einfach mit Winkeln an die Wand befestigt haben. Das hier ist unser Wohnzimmer. Die Wand haben wir rausgehauen mit unseren Schwiegereltern, hat jede Menge Dreck gemacht. Und jetzt haben wir hier noch das alte Gebälk stehen. Wir haben nicht nur die Wand aufgeklopft und vom Putz befreit, sondern eben auch den schönen alten Kamin, weil wir die Klinker ganz toll finden als ja, kleines Deko-Objekt. Das ist unsere Lounge-Ecke. Hier hören wir super gerne alte Schallplatten. Eins meiner liebsten Möbelstücke hier im Raum ist der Schrank mit dem Wiener Geflecht. Ein anderes Lieblingsstück ist dieser alte Steckschrank. Der ist ungefähr auch schon so alt wie das Haus, wenn nicht sogar ein bisschen älter. Den habe ich damals einfach schwarz gestrichen, weil ich schwarz sehr mag. Gestrichen haben wir mit einer nachhaltigen Farbe. Also ich konnte im Wohnzimmer drinnen streichen, ohne dass es zu arg gerochen hat und wir es nicht aushalten konnten. Hier hinter mir haben wir ein Stück, das ich damals auf dem Sperrmüll gefunden habe. An dem Tag, als wir umgezogen sind, stand der an der Straße und den habe ich dann gleich reingeholt und ein bisschen was verändert. Das war ursprünglich mal ein Schuhschrank und der hat jetzt von uns neue Füße bekommen, die mal ein kleiner Schemelhocker waren. Die haben wir einfach auseinandergesägt und runtergeschraubt und jetzt ist es ein kleines Highboard für ja, Klamotten oder Schuhe. Wir haben hier so viele alte Möbel stehen, weil wir super gerne diese Möbel, die eigentlich so viel zu erzählen haben, nochmal ein zweites Leben einhauchen möchten. Natürlich auch aus Nachhaltigkeitsgedanken, etwas nicht neu kaufen zu müssen. So vielleicht auch Unikate hier stehen zu haben. So ein bisschen ist das Haus auch zu so einem Traumhaus gewachsen, weil hier halt echt viel Schweiß, Blut und Arbeit halt drinsteckt. Da schätzen wir das Haus einfach noch ein bisschen mehr wert und fühlen uns hier richtig wohl. Also mir hat es doch jetzt tatsächlich dieses plüschige Louis-Philippe-Sofa angetan. Ich finde, es ist genau richtig für einen gemütlichen Fernsehabend. Und den wünsche ich Ihnen jetzt auch bei uns im SWR. Und wenn Sie den Treffpunkt nochmal anschauen wollen, natürlich in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Bleiben Sie gesund und neugierig. Ade!